racing at Le Mans, the Crucible. Qui était une gageure. Wir machen jetzt ein Art Car. Was die BMW Art Car-Reihe auszeichnet, ist eine Liebe für schnelle Autos und eine Liebe zur zeitgenössischen Kunst. C'était tellement unique dans l'histoire de l'art, cette affaire-là, et tellement unique pour la cour. Nerpasch nahm einfach einen der normalen Rennfahrzeuge und ließ es einfach bemalen. On attendait. Qu'est-ce que ça va être cette année? Quel peintre et comment il va faire? A Warhol, Lichtenstein, a Rauschenberg, Calder, a Stella. These contemporary artists participated in this series. Natürlich ist das Andy Warhol Art Car das teuerste Automobil der Firmengeschichte. Stella saß sogar mal mit Nerpasch in einem Wagen. Es war nicht versichert und ich saß drin und bin im Pulk sehr schnell gefahren. Es hat aber sehr, sehr viel Spaß gemacht. Erst haben sie gedacht, was wird das, wenn einer so ein Auto da anpinselt, wie wird denn das? Es wurde keine Rücksicht drauf genommen, um Gottes Willen, das Kunstwerk muss ankommen. Sobald der Helm auf war und es dann losging, dann war es halt ein ganz normales Auto. Man durfte die Karosserie natürlich nicht verändern, aber bemalen durfte er sie schon. Normally when a car looks good, it goes good. Anybody can paint up a car, but to race it at Le Mans is another matter. Der Kunsteinsatz und das sportliche Ergebnis war faszinierend.